Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Yes ist gefesselt von Klassikern. Und ich sag euch, heute habe ich mir wirklich was vorgenommen, denn ich möchte endlich über Psycho reden. Bevor wir aber damit anfangen, möchte ich zunächst mal, ja, die Farbe anknipsen. Das ist besser, denke ich. Ja, ich habe mir viel vorgenommen und zwar kann ich das schon mal so zeigen. Das hier sind meine Notizen vom Film selbst, also beim Film schauen. Und das sind meine Notizen, nachdem ich ein wenig recherchiert habe. Ihr seht, es ist sehr viel, was man dazu sagen kann. Und ja, ich möchte fast behaupten, das ist so der erste Film, wo ich sage, der hat das Prädikat Klassiker wirklich verdient. Nicht, dass wir das nicht schon vorher wussten. Es handelt sich schließlich um einen Film von Hitchcock. Ich möchte betonen, ich habe diesen Film tatsächlich noch nie vorher gesehen und möchte auch jeden bitten, der ihn noch nicht gesehen hat, dieses Video jetzt nicht zu schauen, denn ich werde spoilern. Und es ist enorm wichtig, dass man nicht gespoilert ist, wenn man diesen Film schaut. Ich war Gott sei Dank, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das Ende schon mal irgendwo gehört, gelesen. Ich wusste es nicht mehr, Gott sei Dank, als ich diesen Film jetzt geschaut habe. Ich war völlig perplex am Ende. Und diesen Moment möchte ich niemandem verwehren, also insofern schaut erst den Film und schaut dann dieses Video. Aber wie immer möchte ich natürlich mit Daten anfangen und wie gesagt, ich habe sehr viel dazu diesmal. Also, Psycho. Ein Film von Hitchcock und zwar 1960 erschienen, 109 Minuten lang in der richtigen Fassung, die jetzt glaube ich auch auf Blu-ray inzwischen draußen ist. 109 Minuten war auch die Fassung, die ich im Fernsehen gesehen habe und Psycho gilt auf jeden Fall als eines der zentralen Werke von Hitchcock, was man, glaube ich, auch verstehen kann, wenn man ihn dann mal gesehen hat. Er war für 4 Oscars nominiert, hat allerdings keinen einzigen davon gewonnen, was rückblickend gesehen wirklich eine Schande ist. Und das American Film Institute hat ihn mittlerweile auf Platz 1 der 100 besten amerikanischen Thriller gewählt, wo er, glaube ich, zu Recht steht. Als Vorlage für den Film diente ein Roman von Robert Bloch, der hat denselben Titel Psycho. Und Hitchcock erstand die Rechte daran, damals recht günstig, ist aber auch dann dazu übergegangen, so möglichst viele Exemplare von diesem Buch zu kaufen, um zu verhindern, dass die Leute das Ende vorher kennen. Was, glaube ich, so ziemlich einmalig in der Filmgeschichte ist. Also ich fand das unglaublich witzig. Und ja, der Film wurde in Schwarz-Weiß gedreht, was tatsächlich eher eine, also es war keine künstlerische Entscheidung in dem Sinne. Wobei man sagen muss, es spielte auch rein, dass die berühmte Duschszene, zu der ich natürlich noch kommen werde, in Farbe zu brutal erschien und deswegen Schwarz-Weiß eben auch eine Entscheidung war. Es war in erster Linie eine Frage der Produktionskosten, denn Hitchcock musste diesen Film selber produzieren, nachdem er von verschiedenen Studios abgelehnt wurde, weil er ja nicht dem üblichen Schema seiner bisherigen Filme entsprach. Und die Studios wollten halt etwas in dem Stil wieder haben und er wollte aber etwas Neues probieren. Und ja, die Studios wollten das eben nicht und deswegen hat er sich entschieden, diesen Film selber zu produzieren und Schwarz-Weiß war einfach billiger. Ganz krass gesagt, es war wirklich einfach billiger. Er verzichtete auch darauf, große Stars zu engagieren, was zum einen eine Frage natürlich des Geldes war, zum anderen aber durchaus eine künstlerische Entscheidung, weil einfach die Gesichter, die er dann wählte, unverbrauchter waren und man so ja, es als Zuschauer leichter hatte, so die Figuren auf sie zu projizieren. Also Janet Leigh war eigentlich die bekannteste Schauspielerin innerhalb des Ensembles. Anthony Perkins war damals bis zu diesem Zeitpunkt eher als Fernsehdarsteller bekannt und hat aber danach sehr viel Lob bekommen und hat darauf aufbauend dann natürlich viele Rollen bekommen, wobei er dann natürlich auch so ein bisschen auf diesen Typ festgelegt wurde, auf diesen Typ Psychopath im Grunde. Das Amüsanteste ist, dass Hitchcock auch davon sprach, in einem Interview die Mutter von Norman Bates besetzen zu wollen, was natürlich eine falsche Fährte war und ein Teil der Strategie, eben das Publikum im Dunkeln zu halten über das Ende des Films. Und die Folge davon war allerdings, dass er dann zahlreiche Briefe von Schauspielerinnen bekam, die sich bewerben wollten, also die zum Vorsprechen für diese Rolle kommen wollten. Und selbst die Schauspieler und die Crew wusste bis zum letzten Tag, an dem die Szene gedreht wurde, tatsächlich nicht, wie der Film enden würde. Es gab sogar einen Stuhl, auf dem Mrs. Bates stand, um eben wirklich alle im Dunkeln zu halten. Und alle haben damit gerechnet, irgendwann kommt diese Schauspielerin noch. Und erst in dem Moment, wo dann eben die Szene gefilmt wurde, war es dann für alle offensichtlich. Und dann hatten aber auch alle zu dem Zeitpunkt schon einen Vertrag unterschrieben, dass sie nichts verraten dürfen. Es ist sozusagen quasi so der Vorläufer dessen, was heute so mit Star Wars und Star Trek und so passiert, glaube ich. Um die berühmte Duschszene existieren natürlich zahlreiche Gerüchte und Legenden, die mittlerweile eigentlich alle widerlegt sind.
Was tatsächlich ganz witzig ist, ist, dass für diese Szene kein Kunstblut verwendet wurde. Das war allerdings die Entscheidung, weil man eben in Schwarz-Weiß drehte. Und man hat da stattdessen Schokoladensirup verwendet. Was irgendwie so ein bisschen so diese gewisse Dramatik da rausnimmt, wenn man das erstmal weiß. Aber ja, Schokoladensirup, weil das einfach in Schwarz-Weiß am realistischsten aussah. Und das Geräusch der Messerstiche wurde mit einer Wassermelone erzeugt. Auch sehr amüsant. Diese Szene, aber ich glaube auch so einige drumherum, wurden in anderen Ländern dann teilweise auch geschnitten. Und amüsanterweise ist den Zensoren in den USA eher die offene Toilette in der Szene ein Dorn im Auge gewesen. Es ist wohl tatsächlich der erste Film, in dem man eine Toilettenspülung hört und sieht. Also amerikanischen Film, ich weiß nicht, wie es im ausländischen Kino aussah, aber der erste amerikanische Film, wo man das sah. Und ja, das war dann irgendwie anstoßerregend, was total amüsant ist, wenn man das mal irgendwie zugrunde legt. Da wird jemand abgestochen und dann die Toilette ist das Problem. Aber ja, die Szene wurde am Ende drin behalten, weil sie eben auch handlungsrelevant ist. Also da hat Hitchcock nicht mit sich reden lassen. Und es gab dann so diverse Geschnittensfassungen anscheinend. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das heute mit der Veröffentlichungsgeschichte so aussieht. Es gibt eine Veröffentlichung auf Blu-ray, das habe ich nachgeschaut bei Amazon. Und die ist auch 109 Minuten lang, was eben die Originallänge des Films ist. Insofern kann ich so diverse Kommentare von Käufern eben nicht verstehen, die dann sagen, das wäre die geschnittene Fassung. Ich habe die auch 109 Minuten lange Fassung im Fernsehen gesehen und da waren alle Szenen drin, von denen ich gelesen habe, dass sie geschnitten wurden. Also insofern gehe ich davon aus, das ist die ungeschnittene Fassung. Was ganz interessant ist, die Originalbewertung des Films war damals FSK 18, was aus heutiger Sicht absolut absurd erscheint. Für die DVD-Veröffentlichung war es dann FSK 16. Erst 2006 gab es dann eine Neubewertung des Films und heute gilt er eben als FSK 12, was, wie ich finde, angemessen ist. Also man kann daran ganz gut beobachten, wie sich so auch die Bewertung verändert hat. Wie gesagt, eine FSK 18-Bewertung für so einen Film erscheint heute absolut absurd, wenn man sieht, was andere Filme so zeigen. Aber ja, damals war es eben einfach wirklich krass, gerade diese Duschszene eben, diese Abstechszene. Und heute ist die so eher blutarm. Also man sieht ja im Grunde auch nicht wirklich viel. Es gibt dann noch so einige Sachen rund um die Vermarktung des Films. Also Hitchcock hat die Kinobetreiber dazu verpflichtet, den Kinosaal quasi abzuschließen. Also nach Beginn der Vorstellung durfte niemand mehr reinkommen, weil er einfach der Meinung war, dass dann einfach so die Spannung auch gestört wird, wenn dann zu spät kommen, dann einfach noch kommen. Und es ging ihm auch darum, dass halt die speziell diese Duschszene eben von allen auch gesehen wird, weil es zu dem Zeitpunkt auch relativ neu war in der Erzählung, dass die Hauptdarstellerin so früh im Film eben stirbt. Und das sollten eben alle mitbekommen. Und auf den Plakaten, auf den deutschen Plakaten stand tatsächlich auch pünktlich kommen, nichts verraten. Also das war eben ganz wichtig, dass wirklich die Zuschauer dann auch nicht weiter tratschen, was in dem Film passiert, weil, wie gesagt, der Moment ist einfach der beste dran. Und es gab dann noch drei Fortsetzungen, die allerdings nicht mehr von Hitchcock gemacht wurden und die wohl auch kein großer Publikumserfolg waren und ja, auch die Qualität natürlich nicht hatten. Es gab dann natürlich das bekannte Remake noch 1998. Das habe ich meines Wissens auch nie gesehen. Also es soll sich wohl auch relativ eng an die Vorlage halten, was umso unsinniger macht, dass es ein Remake gibt. Und soweit ich weiß, ist dieses Remake auch in Farbe gedreht, was, glaube ich, auch eher eine schlechte Entscheidung ist für so eine Art von Film. Und der Mord wird, glaube ich, etwas ausführlicher gezeigt. Typisch für die Zeit halt, ne? Und es gab dann 2013 noch die Serie Bates Motel, also die läuft jetzt noch, aktuell 4. Staffel. Es soll eine 5. geben, die dann die letzte ist. Ich habe damals nur die 1. Staffel 2013 gesehen, fand sie recht gut, aber letztendlich war mir das dann einfach alles so ein bisschen zu lang gestreckt, so als Vorgeschichte, und deswegen habe ich irgendwann aufgehört, das zu schauen. Aber sie ist durchaus empfehlenswert. Also speziell die 1. Staffel ist wirklich sehr gut und auch die Schauspieler sind super. Und man kriegt so ein bisschen was von der Vorgeschichte mit. Also dadurch, dass ich halt die Serie gesehen habe, also die 1. Staffel gesehen habe und den Film aber noch nicht kannte, war es jetzt beim Filmschauen irgendwie so, dass ich so wirklich das Gefühl habe, ich kannte schon so ein bisschen die Vorgeschichte von Norman Bates und hatte so ein bisschen anderen Blick auf die Figur. Das ist ganz interessant gewesen. Aber so viel dann also zu diesen Notizen hier, zu den Informationen im Hintergrund. Jetzt so ein paar Worte zum Film an sich.
wie gesagt, abgesehen von der Duschszene, die natürlich überall schon referenziert wurde, in der Popkultur, in anderen Filmen, die man natürlich auch selber immer wieder irgendwo ausschnittweise gesehen hat, abgesehen von dieser Szene kannte ich diesen Film nicht und bin da recht blauäugig eigentlich reingegangen. Ich war erstmal erstaunt, dass wir Norman Bates sehr, sehr spät zu Gesicht bekommen. Also es geht wirklich um Marion, die Geld unterschlägt. Und was allerdings am Ende ein MacGuffin ist, also es geht eigentlich gar nicht um dieses Geld, obwohl wir die ganze Zeit darauf hingewiesen werden, dieses Geld ist wichtig. Und erst nach einer halben Stunde kommt sie dann in dieses Bates Motel und dann lernen wir eben auch Norman Bates kennen. Und den fand ich tatsächlich unglaublich gut gespielt von Anthony Perkins. Also auf den ersten, so die ersten paar Minuten hatte ich das Gefühl, ja doch, das ist ein total sympathischer, netter junger Mann, ein bisschen schüchtern. Und erst so nach und nach kriegt man dann so die Abgründe mit. Und das ist unheimlich gut inszeniert und wie gesagt auch toll gespielt. Und ich glaube, der Schlüsselsatz in dem Moment war dann wirklich sein Satz. Der beste Freund für einen Mann ist seine Mutter. Weil spätestens dann ist uns allen klar, der hat ein Problem. Und dann kommt eben die berühmte Duschszene, wo man wirklich sagen muss, die ist im Grunde total harmlos. Man sieht wirklich gar nichts. Also man sieht das Messer, man sieht immer wieder so ausschnittweise Marions Körper unter der Dusche, man sieht den Duschkopf, mehr auch wirklich nicht. Also keine wirklichen Treffer mit dem Messer sozusagen und nur am Ende dann eben das Blut, das so im Ausguss verschwindet. Und das Spannende an der Szene ist eigentlich so dieser Gegensatz von einerseits diesen schnellen Schnitten in dieser Szene und dann eben diese sehr langsame und gewissenhafte Putzaktion von Norman Bates hinterher. Da ist wirklich so ein gewisses Ungleichgewicht da und das macht diese ganze Sequenz im Grunde so stark. Aber wie gesagt, der Clou der ganzen Geschichte ist, dass wir als Zuschauer bis zum Schluss denken, es gibt tatsächlich eine Mutter Bates, weil wir eben sie auch hören, wie sie mit ihrem Sohn schimpft und weil wir glauben, sie zu sehen, als sie dann auch später noch den Detektiv ersticht, der eben rauszufinden versucht, was mit Marion und dem Geld passiert ist. Erst ganz am Schluss erfahren wir eben dann, die Mutter ist schon längst tot und sie sitzt da als Gerippe im Keller und Norman hat eine gespaltene Persönlichkeit und ist dann halt teilweise er selbst und dann teilweise seine Mutter. Und am Ende gewinnt halt sozusagen die Mutter in ihm die Oberhand. Und ja, das ist so mehr oder weniger die Auflösung. Also die Auflösung ist im Grunde, er hat die Menschen nicht getötet, das war schon seine Mutter. Und das wird dann auch am Ende noch recht ausführlich von einem Psychologen erklärt. Also die Szene am Ende, wo eben der Psychiater erklärt, was da passiert ist und was mit Norman los ist, fand ich ein bisschen überflüssig. Es war so ein bisschen so dieser, eigentlich das, was man nicht machen soll, von wegen Show, don't tell. Weil wir haben eigentlich alles schon gesehen. Als Zuschauer haben wir es eigentlich auch schon verstanden, was da passiert ist, aber es wird dann halt auch so ausführlich erklärt und das war ein bisschen so ein Bruch da drin für mich. Aber grundsätzlich ist der Film von vorne bis hinten sowas von gut. Und wie gesagt, es ist einer, den muss man sehen, ohne dass man das Ende kennt und man muss sich voll drauf einlassen. Und ich finde auch, er hat, obwohl er eben in Schwarz-Weiß ist und obwohl er relativ alt ist, hat er immer noch so eine gewisse Frische. Also ich glaube, er wurde mittlerweile auch restauriert. Also die Bildqualität war sehr gut von der Fassung, die ich gesehen habe. Und die Erzählweise war damals unglaublich innovativ, wirkt dadurch aber heute noch zeitgemäß und eigentlich auch immer noch modern. Und letztendlich wurde vieles von dem Film eben auch in der Popkultur immer wieder referenziert in anderen Filmen. Es gibt bei Wikipedia eine ellenlange Liste von Filmen, Serien, Musik, die darauf anspielt. Und ja, wie gesagt, die Duschszene wird immer wieder gezeigt, auch parodiert in verschiedenen Filmen und sie wird immer wieder auch herangeführt bei Themen um die Filmgeschichte herum, weil sie einfach so monumental ist. Ich weiß nicht, was meine bisher höchste Bewertung für einen Klassiker war, aber in dem Fall möchte ich wirklich 4,5 von 5 Bananen unter der Dusche vergeben, weil ich tue mich schwer damit, 5 Punkte zu vergeben, aber 4,5 sind auf jeden Fall angemessen, weil ich den Film von vorne bis hinten unheimlich spannend fand und wie gesagt noch heute sehr modern empfinde und den auch wirklich unumwunden weiterempfehlen möchte. Den muss man mal gesehen haben. Und ich habe jetzt von Hitchcock noch nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber wie schon gesagt, Psycho unterscheidet sich wohl auch signifikant von seinen anderen Filmen. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt sehr erpicht darauf, mehr von Hitchcock zu schauen. Und insofern hat dieses Experiment eigentlich seinen Zweck erfüllt, würde ich mal sagen. Also
Perfekt. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt mit diesem ganzen Hintergrundkram, aber ich fand den unheimlich wichtig auch für diesen Film, weil er eben Teil der Filmgeschichte ist. Und ja, wenn euch das trotz allem gefallen hat, gebt mir einen Thumbs up und abonniert meinen Kanal und gebt mir auch gerne Tipps von Filmen, die ich mal schauen könnte. Könnt ihr mal raten, was ich noch nicht gesehen habe. Und dann lasst euch überraschen, was ich mir als nächstes für einen Film rauspicke. Tschüss!